Im heutigen Video haben Emily und ich ein Talahun Hotel in Brookhaven eröffnet. Und glaubt mir, Leute, wir hatten wirklich sehr, sehr süße Gäste im Hotel. Denn, naja, wir hatten eigentlich nur Baddies im Hotel. Also schaut das Video auf jeden Fall bis zum Ende, denn, naja, es ist ein bisschen eskaliert mit Emily im Hotel. Also lasst ein Like da und ein Abo. Aber bevor das Video jetzt anfängt, der Merch von mir und Emily ist fast ausverkauft. Also wenn ihr noch etwas von unserem Merch-Shop haben wollt, dann schlagt jetzt zu. Ansonsten habt ihr Pech. Erster Link ist in der Videobeschreibung. Abchecken und jetzt viel Spaß, BBQ. Und damit willkommen zu meinem neuen Talahun Hotel. Was geht ab, Leute? Warte mal, Emily? Nee, warte mal. Talahina? Wer bist du? Ja, ich bin die fresheste Talahina aus ganz Brookhaven, aber... Ja, ich bin Emily. Da hast du richtig gehört. Warte mal, du bist auch hier in meinem Talahun Hotel? Das ist dein Talahun Hotel? Oh, ich wollte das gerade überfallen, sorry. Hey, lass mein Hotel in Ruhe, okay? Aber weißt du, Emily, vielleicht könnten wir ja zusammen das Talahun Hotel führen. Das klingt nach einer richtig krassen Idee. Ein Talahun Hotel mit all den Online-Datern. Ich bin bereit. Ja, du weißt auch, wir sind... wir sind die zwei da vorne auf dem E-Scooter. Wir sind... Das sind Talahun und Talahina auf Flachi und Tequila. Also, Emily, lass uns einfach mal zum Spawn fahren und ein paar Talahuns abholen, okay? Yeah, aber sag mal, meinst du, mit dem Messer wollen die auch in unser Talahun-Hotel? Ich weiß nicht, Lams. Natürlich, Emily, denn nur echte Talahuns und Talahinas haben so Plastikmesser und so. Du weißt schon. Ja, jetzt, Lami, schwing mal deine Hüfte. Das Geld kommt nicht von alleine. Wir brauchen Kundschaft. Okay, okay, aber wir brauchen erstmal ein Talahun-Mobil. Ja, perfekt, dass ich gerade den ganzen Weg zu Fuß gegangen bin. Wir sehen uns am Spawn. Hey, oh Leute, sagt ihr, das hier ist das perfekte Talahun-Mobil? Ich weiß es nicht, aber ich habe schon eine Talahina am Start. Lami, beeil dich! Ich komme! Ich bin da. Ja, ich habe jetzt einmal schon Hi geschrieben. Wow, wow, wow. Was sind das denn hier für Baddies? Lami, hallo, ich bin auch noch da. Findest du auch, ich bin eine Baddie? Nee, du bist ein Talahina, aber das hier ist eine Baddie. Die Baddie schreibt auch oi. Los, Lami, das ist jetzt dein Job. Übernimm du das und zeig ihr, wie viel Riss du hast. Und ich beobachte das von hier. Lami ist weg von dir gegangen und zu mir gekommen, hä? Warte, 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 ich schreibe einfach mal Komm, Bubu, in mein Hotel. Und die ist einfach weggegangen, na toll. Aber wen haben wir denn hier? Vielleicht möchte sie mein Hotel. Lami, von hinten kommt auch noch eine angelaufen. Ich glaube an dich, du schaffst das. Aha, was schreibt sie da aufs Schild? Busco, Chacalito. Busco, Chacalito und so. Was soll das heißen, Emily? Ich denke mal, das heißt, du bist eine richtig süße Schnitte. Und der hinter dir schreit auch schon, yo! Also, ich glaube wirklich, das war Saslams. Ich schreibe einfach mal, yeah, Busco, Chacalito. Leute, was heißt das? Was schreibe ich hier? Sie schreibt auf jeden Fall, okay. Warte mal, was habe ich hier gesagt? Emily, ich bin jetzt unterwegs. Busco, Chacalito. Ciao. Heißt das etwa, ich darf wieder zu Fuß gehen? Oh, tolle Wurst. Oder warte mal, soll ich euch alleine lassen und wir hier ein Online-Dater klären? Naja, also ich habe schon eine Online-Daterin geklärt. Sorry, Emily, keine Zeit mehr für dich. Ja, weißt du was? Ich habe hier auch jemanden am Start und der hat mir auch schon zugewunken. Lami, ich komme gleich auch. Und ich schreibe mal oi. Oh, da gibt's nur ein Problem. Der schreibt Ola. Ja, du weißt, was du schreiben musst. Schreib einfach mal. Busco, Chacalito. Das habe ich jetzt nicht geschrieben, sondern komm ins Hotel. Und er schreibt Como estas. Was heißt das doch mal, Lams? Heißt das sowas wie du bist schön? Ich glaube, das heißt wie geht's, oder? Okay, wenn du so ein Spanisch-Profi bist, was heißt denn jetzt gut? Busco Chacalito? Keine Ahnung. Ich kann kein Spanisch. Ich auch nicht. Und deswegen habe ich den jetzt einfach auf meine Schultern geschnappt und ich komme. Ja, komm mal. Ich habe hier schon zwei Baddies am Start. Ich bin bereit. Ich bin in Form. Ich bin bereit. Ganz enorm. Warte mal. Habe ich gehört, du hast zwei Baddies am Start? Ich glaube, ich habe irgendwie drei Baddies am Start. Was passiert hier, Mann? Alter, Leute, das ist jetzt Lami Playboy. Was geht hier ab, Mann? Warte mal, ich habe jetzt vier. Hä? Wo kommt ihr alle? Emily, ich glaube, ich mache das Hotel zu. Warte, warte, ich will doch rein. Ich will auch auf die Party. Toll. Sorry, Emily, hier kommen nur Baddies rein. Hast du verstanden? Wen hast du da auf dem Kopf? Mr. Roblox? Naja, ich bin doch eine Talahun-Baddie und ein Roblox-Baddie, der sogar Rosen hat. Lami, lass mich rein. Also, nee, sorry, aber du bist nicht so eine Baddie wie meine Baddies hier. Warte mal, heißt das, das war's mit unserem Hotel?
Ganz ehrlich, Lami, dann schnappe ich mir meinen Robux-Kopf und ja, führe ein schönes Leben mit ihm. Ciao. Genau, verzieht euch. In mein Hotel kommen nur Baddies rein. Na, Leute, wie geht's euch? Cool Party. Leute, das war echt gemeint von Lami. Selbst der Roblox-Kopf schreibt, no, warte mal, er schenkt mir sogar Blumen, Leute. Ich bin so glücklich, wow. Aber wir dürfen nicht vergessen, was Lami gemacht hat. Hey, yo, ich schreibe einfach mal Chocolito Sui. Versteht ihr mich, Leute? Nee? Okay. So, aber keine Sorge, ich bin natürlich schlau und habe mich gemutet und Lami hört mich nicht. Und jetzt breche ich in sein Hotel ein. Also sorry, Roblox-Kopf. Vielleicht beim nächsten Mal, ja? So, Lami, jetzt komme ich. Du hast dich mit der falschen Talaina angelegt. Okay, Mädels, dann komm mal mit. Ich zeige euch einfach mal mein Hotel. So, wir gehen einfach mal hier in das Zimmer. Das blaue Zimmer, das gehört mir und meinen Baddies. Ja, irgendwo da draußen ist Emily und sucht auch ein paar Online-Dater. Aber, naja, niemand hat so viel Riss in Brookhaven wie ich. So, Leute, wir müssen jetzt mit irgendeinem Trick hier reinkommen. Oh, da auch nicht? Die Türen sind offen, hä? Das macht ja gar keinen Sinn. Aber naja, ich habe gehört, Lami ist irgendwie blau im Raum oder so. Dann wollen wir mal schauen. Leute, Leute, ganz vorsichtig. Oh mein Gott, da ist er. Oh mein Gott. Hier, Ladies, Blumen für euch. Aber aufpassen, in den Blumen versteckt sich ein Plastikmesser. Aufpassen. Warte mal, sie schreibt, okay, bye. Wo gehst du? Hey, die zwei Baddies haben sich gestritten. Um mich. Also du bist diejenige, die sich in mich verliebt hat, oder was? Oha, oha. Sie hat meine Blumen angenommen und sie schreibt, fertig. Liebe? Was? Naja, ich schreibe einfach mal, Chocolito Barbecue? Warte mal, wer ist denn da? Hä? Wer bist du denn? Das Keksmonster ist mein Zimmer. Ich schreibe einfach mal, keine Keksmonster erlaubt. Er schreibt, warum? Wie warum? In mein Hotel kommen keine Keksmonster, keine Emilys und keine Roblox-Köpfe. Habe ich hier etwa keine Emilys gehört? Was geht hier ab? Hä? Wo kommst du denn jetzt her? Oh, Emily! Und was macht ein Krümelmonster hier? Oh mein Gott, ich bin verliebt. Dein Ernst? Ihr beide seid also zusammen? Ihr dürft hier beide nicht sein in meinem Hotel. Du hast aber auch vergessen, dass das mein Hotel ist. Deswegen nimm deine Mädels und geh. Hä? Du schmeißt mich jetzt aus meinem eigenen Hotel? Dein Ernst? Das schaffst du nicht. Wie, das schaffe ich nicht? Deine Kleine schreibt dir auch schon. Los, Lami, lass zu mir gehen. Nee, die schreibt... Hero, mehu später, barbecue. Und das Mädchen fragt auch schon, wer ist sie? Also, Emily, wer bist du? Na los, verzieh dich. Naja, ich... Ich bin die Freundin vom Krümelmonster hier, siehst du? Ich wusste es. Ihr seid also zusammen, ne? Ja, aber irgendwie interessiert er sich nicht für mich. Naja, Emily, wir machen einfach mal einen Deal, okay? Oh, oh, das kann ja schon nicht gut werden. Wir spielen jetzt in meinem Hotelzimmer W.O.P. Oh, Leute, das heißt, ihr müsst euch warm anziehen, denn es wird süß. Also fange ich an. Wahrheit oder Pflicht, liebes Krümelmonster? Mutig, mutig. Er nimmt direkt Pflicht? Lami, soll er mich direkt küssen oder soll mir das aufsparen? Das traust du dich eh nicht. Und wie ich mich das traue, ich schreibe, küss mich. Lami, guck mal, was der für ein Sticker geschickt hat. Er schreibt Bodenkopf. Leute, ich glaube, der will mir keinen Kuss geben. Habe ich etwa Mundgeruch? Aber warte mal, das war eine Pflichtaufgabe. Ich schreibe einfach mal, Mo, du musst. Aber der schreibt einfach nur, Wahrheit oder Pflicht, du? Hä? Nee, du musst erstmal deine Aufgabe machen hier. Also schreibe ich erst du, Pflicht machen. Ganz genau, Mo, ich warte. Ja, aber er schreibt, hab doch. Hä? Wann habt ihr euch geküsst? Also ich weiß von nichts. Mo, komm schon, gib mir einen schönen, leckeren Schmatzer. Ey, er läuft einfach weg von mir. Und die ist hingefallen, lol. Oh, ich glaube, ich weiß, warum die hingefallen ist. Wegen deinem Mundgeruch. Aua. Hey, das ist echt frech, Mann. Und außerdem hat nicht er mich geküsst, sondern ich ihn. Toll. Ja, das ist peinlich. Naja, Emily, ich merke schon, ihr braucht Zeit zu zweit, ne? Ich gehe da mal. Ciao. Zeit zu zweit? Warte mal, wir sind aber zu dritt. Und das sieht so aus, als würde es dir gar nicht gut gehen. Lobby, wo... Wo bist du? Naja, ich muss hier die neuen Hotelgäste willkommen heißen. Hallo, Betty. Und ich bin jetzt hier ganz alleine mit Krümelmonster. Und der läuft auch noch weg von mir. Mano. Und ich schreibe einfach mal, hola, chica, señorita, barbecue. Warte mal, mein Krümelmonster hat auch was geschrieben. Und zwar, was? Und jetzt hör mal auf, weg von mir zu rennen, Mann. Warte mal, sie schreibt, was? Hola. Aber warte mal, das Mädchen da hinten. Nein!
sie hat mich gesehen. Und jetzt verlässt sie mich. Okay, ciao. Lami, es läuft nicht so gut mit dem Krümelmonster. Irgendwie rennt er weg von mir. Also helfe ich dir jetzt. Ja, schau mal. Ich habe hier eine Baddie nach der nächsten. Nu, er schreit sogar, hilf mir. Ey, Lami, können wir den bitte hier rausbannen? Das ist ein zasses Talahun-Hotel. Und nicht so ein Krümelmonster-langweiliges Hotel. Also kümmere ich mich um die Rezeption. Ich frage sie einfach mal, liebst du mich? Und sie schreibt, na komm schon, wir haben so viel zusammen erlebt. Ich meine, wir kennen uns schon seit einer Minute oder so. Hier, ich schenke dir sogar meine Rosen. Aber Emily, ich glaube, die will meine Rosen nicht annehmen. Aber naja, vielleicht ja du. Und das Krümelmonster schreibt, sucht ihr eine Schöne wie mich? Hä? Verstehe, die sind alle verliebt in mich. Emily, sogar dein Krümelmonster-Freund ist verliebt in mich. Wie, in dich und nicht in mich? Es wird immer schlimmer, ich geh weinen. Oh, ich kann mit diesem Druck nicht umgehen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Emily, ich verlasse das Hotel. Ich schenke dir das Hotel, okay? Warte mal, wie? Du schenkst mir ein Hotel voller Baddies? Was soll ich jetzt machen, Mann? Ja, ich kann damit nicht umgehen. Ich verlasse das Talahun-Hotel. Ja gut, Leute, jetzt sind wir hier alleine. Naja, mit dem Krümelmonster. Wo willst du eigentlich wieder hin, Mann? Und wo sind eigentlich die zwei anderen Mädels? Hey, Leute, Lami ist so ein schlechter Hotelführer. Schaut euch das an. Die hat sich jetzt einfach selber ein Zimmer genommen. Aber so alleine habe ich hier keine Lust drauf. Weißt du was, Krümelmonster? Ich schenke dir das Hotel. Oh, er schreit sogar Thank you. Wow. Also ciao, meine Lieben. Und was macht Lami eigentlich? Und warum bin ich eingesperrt? Ah! Willkommen in der Talahun-Dönerbude. Also Leute, wollt ihr ein Video sehen von mir und Emily, wie wir eine Talahun-Dönerbude führen? Oder was sollen Emily und ich als nächstes in Brookhaven eröffnen? Vielleicht ein Kindergarten oder eine Schule, eine Pommesbude, was auch immer.